Ladies and Gentlemen, wunderschönen guten Tag. Wir spielen wieder Yu-Gi-Oh!, wie ihr aus dem Thumbnail-Titel-Video bla entnehmen könnt. Und heute mit dem wunderschönen Thema Orikalkos Kuribo. Ich schicke meine bösen Kuribos heute gegen David in den Kampf und ist auf jeden Fall ein längeres Match geworden. Wir haben wieder nur ein Spiel gemacht und mehrere Lebenspunkte dafür. Hat es trotzdem von der Länge her geschafft, als wären es drei gewesen. Und war aber ziemlich witzig und auch sehr spannend, weil der Sieger bis am Ende nicht richtig klar wurde. Also gutes Match tatsächlich. Lasst doch gerne ein Abo und ein Like da, wenn es euch gefällt. Und natürlich kein Zwang. Wünsche euch natürlich jetzt erstmal viel Spaß mit meinen bösen Kuribos. Aktivierkristallverbindung. Trying das Problem bei den 60 Brett Karten. Ganze erlaubt mir, Ich habe erstmal schon eine damit oft Karte von verloren. meinem Ich habe es Deck halt schon in getestet. Ich habe schon mein mehrfach Deck verloren in die gegen Hand zu nehmen, NPCs. sein Kristall im Soll, ja. Das ist halt. Ich entscheide mich für Bei 60 Riesenzerpunkte. Karten dazu kriegen, was du brauchst, ist schwierig. Und ich darf eins in die Zauber- und Fallenkartenzone legen. Ich entscheide mich für Kristall Schildkröte. Ja. Da hätte mich immer eine So. Kung Fu Panda. Dann spiele ich noch eine Karte verdeckt. Aktiviere im gleichen Zug Kristallbaum und beschwöre zu guter Letzt. Ich hab dann mit 60 Karten verstehe ich mich halt nie, weil ich dann immer Waffenkeule. unglaubliches Kartenpech habe. Also das ist auf jeden Fall nice, aber mit 60 Karten habe ich immer Kartenpech. Das kann ich schon mal sagen. Mein Kristall. Ungeheuer Bernstein Mammut. Und dann bist du dran. Okay, anscheinend bin ich noch nicht dran. Doch. Okay, dann spiele ich den Alexandrit-Drachen im Angriffsmodus. Oh, welche eine legendäre Karte. Aber ich aktiviere. Nein, die Ja? aktiviere ich doch nicht. Nein, nein. Der Teaser hier. Ja. Okay. Dann warte ich und greife dann mit meinem Alexandrit-Drachen deinen Mammut an. Weil Drachen größer gleich Mammuts. Richtig. Hab mir mein Mathelehrer damals beigebracht. Das begleitet eher die Schildkröte, denke ich mal von aus. Ja. Ja, oder Okay. auch. Gut, ich beende meinen Zug. Alter! Die bin ich auch satt. Die ägyptischen Götter. Alter, ich hasse manche Feinkarten. Raslei von Obelisk. Nein. An die glaube ich. Oder an Kami aus Dragon Ball. Wenn ich mich So, wählen müsste. dann lege ich eine Karte verdeckt. Der ist es. Spiele So, schalte es auf. die Letzte Epirot. Verteidigungsposition. Okay. Aktiviere Kristallbaum. So, dann. Welche schöne Karte nehmen wir? Wir nehmen dich. Wieder der So. Pegasus. Ja. Okay. Ja, bist du dran. Alles klar. Wird noch ein paar Mal kommen. Ja, gar kein Problem. Dann spiele ich erstmal zwei Karten verdeckt. Okay. Und mache weiter mit meinem Alexandrit-Drachen, der hat nämlich Hunger. Ja, Drachen Okay. haben Kann große ich. Mägen. Ne? Ist das richtig? Kann ich verstehen? Und guck mal, was sich da versteckt. Okay. So. Jetzt aktiviere ich wieder einmal ultimativer Kristallkreis. Jetzt horchen sie auf. Ja. Nun werden alle Kristallungeheuer soweit auf den Friedhof gelegt, einmal. Danke, Shining. Wünsche dir noch viel Spaß. Und schönen Stream. So, und dann kommt er da wieder. Natürlich danke Mein fürs Vorbeischauen. wunderschöner Regenbogenüberdrache. Okay. So, Kannst du mach zwei du. Runden warten, bis ich meinen Alexandrit-Drachen dann nächste Runde in den Verteidigungsmodus setze? Nö. Ja, wäre aber nett.
nee, mach mal nicht. David, das sei mal nicht so. Nein, ich will jetzt nichts aktivieren. Nein! Jetzt gar nichts aktivieren. Jetzt spammen die mich beide zu, Mann. Okay. Ja, aber schon nice. So. Kristallkreis hast du wahrscheinlich dreimal im Deck, ne? Was? Was? Nee, ja, hätte ich theoretisch dreimal. Nee, zweimal im Deck. Ja, okay. Reicht ja. Aber was? Dafür müsste ich ihn noch dementsprechend so oft auch haben. Okay. Ich hoffe, ich aktiviere jetzt einfach mal den Effekt. Ja, nice. Gut, da kann ich dann auswählen. Sehr schön. So, dann verwandle ich jetzt mal ganz kurz mein... Das war ungeheuer Pegasus. Okay. So, und dann bekommt mein Regenbogenübertrag nämlich Angriffspunkte in Höhe seiner Angriffspunkte dazu. So, und dann kann ich nämlich deinen Alexandrie-Drachen zum Jordan schicken. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Oder auch nicht. Magischer Zylinder. Boah, geil, pass auf. Kann ich kontern. Will ich aber nicht. Konter ich aber. Oh, wild. Richtig krass gekontert, ne? Na, Regenbogenleben ist nice. Okay, ja, einfach mal gekontert, ne? Anstatt dass ich Schaden bekomme, habe ich jetzt Lebenspunkte bekommen. Bäm! Einfach mal magische Zylinder aus dem Leben gehen. Aber mein Alexandrie-Drache ist noch da. Ja, das stimmt. Wann habe ich ihn gerettet? Mein Überdrache ist auch noch da. Hat er nicht immer einen Urlaub? Nee. Okay, dann spielt eine Karte verdeckt. Aber ich finde es tausendmal schöner als den normalen Rick. Vom Aussehen her ist er echt schön, wegen so engelsmäßig noch so. Ja. Was ein bisschen aber fehlt, ist, dass hier in der Animation vom Regenbogendrachen zumindest hätte ich schon geil gefunden. Ja. Da gibt's noch potenziell gibt es da noch einige, die hier hätten noch eine gute bekommen. Ja. Götterkarten, Regenbogendrachen und so. Ja. Schade. Ja, stell dir mal so die Beschwörung von Ding vor, von Slifer, den Himmel zu Vor mit dem Theme, dann, weißt du, mit Original-Theme wäre so episch. Oh ja. Ja, ich kann nicht angreifen, das ist mir schon bewusst. Achso, okay. Dann greife ich auch nicht an und pack meinen Alexandrie-Drachen in den Verteidigungsmodus. Du wolltest jetzt Alexander-Drachen sagen. Der gute alte Alexander-Drachen. Ja, der Alex-Drachen, der kloppt dich gleich. Ey, weißt du, was ich jetzt aktiviere? Boah, voll die krasse Karte, ne? Bist du bereit? Ich spiele Regenbogenbrücke. Okay. Du darfst eine Karte ziehen. Denn das annulliere ich. Cool. Dann ziehe ich eine Karte. Ist genau derselbe Effekt, by the way. Nee, du darfst dir keine aussuchen. Du ziehst einfach eine. Ja. Das ist schon ein Unterschied. Ja, gut, dann spiele ich aber Kristallbaum. Und jetzt? Nee, habe ich nichts. Ein bisschen träumen muss man, ne? Mann, du hast so viele Lebenspunkte, da muss ich jetzt anfangen zu träumen. So, Zug 1 vorbei. Ein paar Runden warten wir noch. Ja, ein paar können wir noch gönnen. Ich habe noch 4 Regenbogendrachen im Deck. 4? Mit finsternes Drachen? Meinst ja. Du hast beide. Das ist wild. Ich hab beide drin. Mann, ich bin Spielmonster verdeckt, Verteidigung aufbauen und so in der Zeit und beide meinst du. Okay. Und man kann, wenn man den Abwehrknopf gedrückt hält, kann man wohl die Fähigkeit dauerhaft ein bisschen wegpacken. Ah, cool. Aber hey! Hat sich gelohnt! Hat sich gelohnt! Um eine Runde! Die wird's ausmachen am Ende. Ich sag dir, wie es ist. So, jetzt pass auf. Tada! Okay.
Dann steckt die seine Karte, das heißt immer was Schlechtes. So, ich aktiviere Kristallsiegen. Und dann darf ich mir zwei neue Monster suchen, die ich wieder als permanente Karten spielen darf. Mhm. Welche Karte lese ich jetzt? Nein, nein. Ja, und ich durfte mir nur eine aussuchen, weil nur für eine Platz war. Das war egal. Mhm. Das ist okay. Mhm. Okay. Ich bleib jetzt auf dem Scheißtopf, der hier gedrückt, ne? Spiel eine Karte verdeckt. Okay. Beende meinen Zug. Sehr schön, man kann es by the way wirklich negieren. Wow. Mhm. Was ich nicht negiere ist, ich mache einfach mal Faxen, spiel Unterweltler Komiker. Nee. Ich kann jetzt nämlich deinen Friedhofskarten aus dem Spiel entfernen, wenn ich die richtige Münze vorhersage. Okay, dann sag mal vorher. Und ansonsten muss ich genauso viele Karten, wie du auf dem Friedhof hast, auf dem Friedhof packen von meinem Deck aus. Wenn ich falsch liegen sollte. Okay, hau raus. Und ich schalte mich für die Kuribu-Karte. Hoffentlich epischer Effekt, das hat man nie gespielt. Okay, scheiße. Und tschüss. 14 Karten. Arrivederci. Versuch's, was wird. Da war auch Orikagos dabei. Hm. So. Na du, versuch. Was mache ich jetzt? Versuch was. Was mache ich jetzt? Ich warte noch ein bisschen. Dadurch sind meine Schwerter jetzt weg. Ja. Mhm. Ich mache einen ähnlichen Zug wie gerade. Ich spiele eine Karte verdeckt und lass es erstmal. Geil. Na cool, ich ziehe meine Karte. Mhm. Cool. Ich setze die Karte verdeckt. Mhm. Ja, und greift dann Alexanders Triebwaffen nicht an, sondern deine verdeckte. Okay. Meine wunderschöne Inselschildkröte. Ja, tschüss, Inselschildkröte. Die hatte ich damals auch. Und dadurch, dass er jetzt ein normales Monster auf den Friedhof geschickt wurde, aktiviert sie von meiner Hand aus. Das wunderschöne Monster, Orikalkos Schunoros. Alter, nein. Oh, nee. 1000 Angriffspunkte. Hype. Das ist so hässlich trotzdem, Mann. Das erste Mal, dass ich gespielt habe mit dem Deck jetzt. Nice. Das ist die letzte Dreckskarte, wirklich. Nice finde ich es auch nicht, aber hey. Ich spiele jetzt einmal Kuribo-Flöte, ja? Ich habe ein Kuribo-Deck. Also brauche ich auch Kuribo-Flöte. Natürlich eine Kuribo-Karte auf dem Deck. Ja, dann beschwör mal einen geflügelten Kuribo. Oder nimm ihn auf die Hand, keine Ahnung. Ja. In der gefährlichen Verteidigungsposition. Boah! Erschütter vor der Kuscheligkeit meines Kuribos! Und jetzt spiele ich Mondspiegelschild und setze ihn auf Orikalkos. Schunoros. Ich aktiviere Regenbogen als Schwerkraft. Und ich sage, du ziehst noch eine Karte. Ist auch okay. Und jetzt greife ich mit Orikalkos an. Das ist nicht dein Scheiß, ja. Und aufgrund vom Mondspiegelschild kriegt der 100 Angriffspunkte mehr als sein Drache. Das ist nicht dein Ernst, oder? Jetzt hat er wieder 0. Ja gut, ich beschwöre mit Kristallleuchtfeuer eines meiner Kristallgeheuer. Und zwar speziell beschwöre ich ihn hier. Regenbogen, Kristallgeheuer Rabuinkafunkel. Und dadurch aktiviert sich sein Effekt. Und dadurch kann ich mich Karten, die ich hier schön auf dem Feld habe, nämlich wieder. Ja.
Als. Stärke meinen und zug meinen Schuh noch aus Davids. Jawohl. Lol, warte mal, was? Er kriegt 1000 Angriffspunkte für jedes Monster auf deinem Feld. Okay. Dann aktiviere ich noch so Kristall Pegasus. Mhm. So. Das ist voll okay. So, dann mache ich eine. Setze ich mein Pendelmonster. Wild. Damit kannst du keins meiner Monster mehr als Ziel auswählen. Karteneffekte. Nice. So, jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt? Das macht keinen Sinn. Aber was ich machen kann, ich kann einfach Folgendes machen: Ich kann den hier schon mal auf den Friedhof schicken. Mhm. War aber ein hübscher Drache. War ein hübscher Drache, das ist richtig. So. Ich liebe Kristallmeister. Kristallmeister ist so. So nice. Ja. Und dann muss ich meinen Zug leider schon beenden. Oder? Wie werde ich jetzt diese Karte los? Indem du auf dein Deck gleich klickst, wenn du dran bist, auf diese weiße Flagge da. Nee. Greif ihm an mit Orikalkor-Schuhe raus. Du kriegst wieder 100 Lebenspunkte Schaden. Ah, das ist ja belastend. Aha, David, du hast 21.300 Mal und ich hab dich. Mache ich jetzt bloß. Das ist eigentlich nur beim Angriff oder auch wenn es angegriffen wird. Soll ich dir das sagen oder willst du es herausfinden? Ich würde das gerne wissen. Das passiert, sobald er angegriffen wird oder angreift. Beides, ja. Okay, das ist so dumm. Das ist ja so dumm. Aber du kriegst halt immer nur 100 Schaden. Ne? Ja, aber trotzdem. Das ist trotzdem mega blöd. Ja, dann beende ich meinen Zug an der Stelle. Ja, muss ich ihm kurz was tippen? Okay. Sven, was ist eigentlich bei dir los? Bist du still? Ich war gemutet. Ich wollte euch nicht stören. Ja, ja. Du störst doch nicht. Svenny. Ich habe die Kuribo-Flöte! Jawohl, Kuribos! Kuribos! Yeah! Und jetzt kommt das mächtige OG Kuribo! Wuh! Knuffligkeit! Knuffligkeit, da schaue da davor. Das kann ich nicht. Mach! Ja, ich war Knuffligkeit. Du kannst halt nichts machen, ne? Und jetzt, Orikalkos, greif die Kröte an! Krass, ey, kriegst du 1,5 Punkte mehr, machst aber keinen Schaden. Genau. Das ist ja so belastend mit dieser Zauberkarte, mit sowas auf den Bauch nicht gerecht wird, ne? Und damit kann. Und damit kommen die NPCs auch nicht klar. Die greifen trotzdem das Monster an. Ja, ich komm damit auch nicht klar, weil. Das ist so falsch. Muss den nur kaputt machen. Ja, aber wie? Ich hab keine. Ich hab keine Karte, die das machen könnte. Die Einzige, die das hätte machen können, in irgendeiner Art und Weise, ist jetzt leider auf dem Friedhof. David, du musst auch wieder Zeitspiel machen. Ich habe nur noch 12 Karten im Deck. Ja, schwierig. Ich habe 34 Karten im Deck. Davon ist die Hälfte wahrscheinlich Zauber- und Fallenkarten. Spiel eine Karte verdeckt. Ja, und greif nicht wieder an. Und pack meine Kuribus. Oh nein. In die Offense. Oh nein. Kuscheligkeitsangriff. Die Knuffigkeit gewinnt, wenn so weiter. Schon noch raus! Kuribo Action! Jawohl, jetzt hast du noch 21.000. Wie fühlt sich der Schmerz an?
Noch 20.700! Das reicht der Schatten hoch! Ich hab ein Problem, ich kann nicht mal mehr Karten aktivieren auf meinem Feld. Ich hab jetzt echt ein Problem. Ich kann keine Zauberkarten mehr aktivieren. Dein Glück, dass ich schwache Karten habe. Warte mal, Schulros bekommt jetzt gar keine Angriffspunkte mehr. Ne? Weil du kein Monster hast. 1000 für jedes Monster, was du auf dem Feld hast. Alter, kannst du mal. Ich hab keine Ahnung, wie ich sonst sowas spielen soll. Vielleicht hab ich noch mal irgendwann Glück. Mein Kuribu will jetzt OP! Ich hab noch einen. Was ist denn das denn? Das ist so simpel. Kuribu! Kuscheligkeitsknuddel! Ich brauch Riesenteilfuder in dem Deck. Geflügelter Kuribu! Geflügelter Kuscheligkeitsangriff! Ich hol mir gleich den Eisdienst zurück! Schunoros mit 0 Angriffspunkten, Attacke! Haha, wie fühlt sich da dann? Ich hol mir gleich den Eis, wenn es so weitergeht. Ich glaube, ich kann hier noch eine Weile sitzen. Mhm. Oh Mann. Ja. Hol mir was zu essen, liebe Zuschauer, das dauert noch. Wenn du nicht, du musst hören. Oh. Du kannst gleich bei deinem Teppich liegen, wenn du dran bist. Okay, gut. Was heißt von dem Weg, Sven? Ist schon wild. Nochmal bitte was? Aber du verlierst mich gleich. Oh, dann mach nichts. Dann mach ich. Ich glaube nicht, dass du den 10 Zügen durch hast. Aber mach dann nicht. Ja, kann ich. Da wird es halt nicht gefasst auf meine Kuscheligkeitsangriff. So, Yannick! David! Bist du bereit? Eins seiner Kuribus wird jetzt den Jordan entgegensehen. Ich spiele Kristallhüter. Okay. Und greife mit Kristallhüter der Kuribu an. Ich spiele Kuriborn aus meinem Friedhof. Das heißt, ich darf 2 Kuribus auf meinem Feld beschwören. Ich halt scheiße ernst. Was ist das denn, Alter? Das ist ja schlimmer als Braum bei Kuriborn in Angriffsmodus. Legends of Terror. Noch ein geflügelter Kuribu und anderes Modus, Kuscheligkeitsarmee! Kuscheligkeitsarmee, die gewinnt das, wenn es so weitergeht. Ne, ich habe nur noch 10 Karten da drin. Ja, ich habe fast keine Monster mehr im Deck. Aber trotzdem, bis dahin, so weit komme ich ja gar nicht. Hm? Ich muss mich entschuldigen für heute Morgen, Wetter. Doch, bleib da. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich habe kein Gemüse gekauft. Ich wollte heute Curry machen. Ja, spiele eine Feder vom Phönix. Ich jetzt nämlich einen Kuribu ablege. Kann ich eine Karte meiner Wahl oben aufs Deck packen? Aus meinem Free to Foraus. Und bin auch noch nicht fertig, weil ich wild bin. Spiel ich noch für Vielfachen. Auch für meinen Kuribu. Spiel für 2 Kuribus. Kuribu Spielmarke! Ja, yeah, ich verdiene von heute Abend. Lol. Ja. Oikako Shunoros! Attack! Nein, 400 jetzt, wieso denn das? Kuriborn! Hab ich irgendwas verpasst? Warum? Warum hat's auf einmal 400 Schaden gemacht? Shunoros? Obwohl es nur. Hat es? 100, ja, hat es. Ich hab's nicht drauf geachtet. Kann ich dir also nicht sagen, weil ich nicht drauf geachtet hab. Für den Sieger. Gemacht werden. Das
du jetzt zweimal die gleiche. Ja, why not? Ich meine, Kuribo, was bringt die? Kuribo-Angriff! Also willst du heute Abend Steak oder Columbo? Hast du keine Power-Up-Karten für deinen Kuribus? Sven? Ja. Netter Hate. Also ich finde es zwar krass, dass du so einen Kuribo an mir hast, ne? Ja. Also ein bisschen verstärken, so Muskeltraining oder irgendwie so. Willst du die Karte nicht muskulös und knufflig? Ich hab schon große. Muskulös nicht, aber knufflig. Alles aber. Guck dir die Kuribo-Karte. Ach, kannst du ja gar nicht. Ja. Meine Cam ist davor. Tja, Leute. Guck dir diese Knuffligkeit an. Warum werden die Pendelmonster auf die Extra-Kartenzone gelegt? Damit du Pendelbeschwörungen immer machen kannst. Die Spielmarken sind echt süß. Also wenn eine Pendelkarte zerstört wird, kommst du aufs Extra-Deck und dann kannst du theoretisch die Karte immer wieder nächste so direkt wieder beschwören. Okay, interessant. So, bist du bereit, David, um den Leviathan zu füttern? Siegel des Rekalkos! Meine Monster werden zerstört dafür! Aber hey! Mondspiegelschild kommt oben, mein anderes Mondspiegelschild kommt beide wieder oben drauf. Und ich krieg grad Schaden wegen geflügelter Kuribo. Was ist das, Mann? Ey, was muss ich machen? Alter, was passiert denn jetzt hier? Ja, okay. David hat keinen Bock mehr. Okay. Und Kuribo in den Angriffsmodus! Und weil Rekalkos da ist, wird es nicht mein böses Kuribo! Er schaut auf den bösen Kuribo! Er greift an! Nein! Knuffligkeitskuschler! Jawohl! Ich kann halt nichts dagegen tun gerade. Ich kann keine Karte aktivieren, nie. Das ist so scheiße, Mann! Und du, so Sven? Du, ich hab mir Spaß meines Lebens gerade. Ja, Ahnung. Ich fand Decks witzig, oder nicht? Ich bin gleich wieder da. Hol mir mal ein Eis. Also ich hab mir zwei Decks irgendwie auf die Schnelle zusammengekloppt. Ja. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, wie ich das vorhab. Das mach ich schon nicht. Aber das eine ist auch ein bisschen zum Trollen. Ja, Trollen ist immer gut. Also soll zum Trollen sein, aber ich habe die Effekte nicht alle lesen können, weil ich das relativ schnell gemacht habe. Du kannst, du, Sven, das Match geht noch 2 Stunden. Hast Zeit. Ja, du. Ich beende meinen Zug. Hätten wir mal auf 3 Minuten gestellt, dann würde ich durch Zeit gewinnen, weil da wird nicht mehr dran kommen. Wie gesagt, heißt. So. Oh, die Kuscheligkeitsarmee ist wieder am Start. Da bin ich dran? Krass. Nee, Janik, du bist dran. Ich muss eine Karte von meiner Hand wegwerfen. Aha, das wusste ich. So. Ja, werf mal die hier weg. Okay. Dann spiel ich noch ein Mondspielgeschick. Auf meine ganzen Monster. Okay. Fürchte dich vor meinem geflügelten Zorn. Okay. Ich merke schon, mit dir hätte Darts gewonnen. Ja, ich habe Darts Deck verbessert. Ja, so Leviathan und so Monster wird unendlich Angriffspunkt, ich habe Kuribo. Alter. Und bei dir ist das, Sven? Du, bin erstaunt, dass du das aus Kuribo rausholst. Sag damit. Ja? Ich glaube, so lange hat noch nie ein Kuribo auf dem Feld gestanden. Und das wird's auch jetzt nicht tun. Vervielfachen! Kuribo Spielmarke! Kuribo Spielmarke! Und vergiss nicht, David, sie werden alle böse durch eure Kalkos. Alles böse Kuribo Spielmarke. 5 böse Kuribos! Fühlt dich deren Zorn! Und Mondspiegelschild kommt wieder oben aufs Deck, weil die Spezialeffekte und so.
Ja. Vielleicht verliere ich natürlich immer 500 Lebenspunkte. War schon weg. Mhm. Mhm. So kann man auch gewinnen. Jetzt habe ich wieder 10 Karten im Deck. Ja. Wie schmeckt das Eis? Ja, gut, du bist dran. Ohne Scheiß, wenn ich das auf YouTube packe, längste Folge an der Zeit auf dem Kanal. Sind die Spielmagen eigentlich jetzt auch alle Power-Up, oder? Natürlich, das ist alles böse Kuribo-Spielmagen. Alter. Alles böse Kuribo-Spielmagen. Okay. Und dann kommt das Mondspielgeschehen wieder für mein böses Kuribo. Und jetzt fürchte deren Zorn, David. Dann das kann noch eine Weile dauern. Hol dir auch mal was. Alles gut. Hol dir auch mal was. Leg dich nochmal auf den Teppich. Okay. Mhm. Ich hab böse Kuribus. Alter, nenn die Folge bitte böse Kuribus. Meine erste Monsterkarte sind in Ewigkeit wieder, ich kann sie beschwören. Da! Haha, das Kristall! Nein! Ungeheuer Bernstein, Mammut! Ah, oh, und du kannst mit irgendwelchen Karteneffekten ficken. Würde ich aber gerne. Und ich kann nicht angreifen. Genau, weil Orikalkos sagt, das schwächste Monster kann nicht angegriffen werden. Und weil ich 5 schwächste Monster habe, kannst du keins angreifen. Alter. Das passiert, sobald ich 2 oder mehr Monster habe. Und ich habe halt 5 böse Kuribus. Gucken wir mal. Sagt deine Feinkarte dazu nein? Nö. Okay. Ja, du, Janek. Das ich hab noch ein geiles Landbrot wieder, da packen wir jetzt auch noch was. Gönn ich mir jetzt richtig. Okay. Boah. Da bist du noch 4-stellig. Merkt euch das, Leute. Alter. Was denn's denn? Krass. Das sind echt noch was, wenn du einen nimmst. Der gewinnt das. Ja, komm. Ich habe keine Ahnung, welche Karte ich am Friedhof legen soll. Immer wieder. Boah, geil. Ich bin noch eine Karte verdeckt. Und meine bösen Kuribus kuscheln dich wieder an. Böser so, Kuschler 1. Haben noch ein bisschen Curry-Ketchup da, ne? Böser Kuschler 2. Böser Kuschler 3. Ja. Böser Kuschler 4. Genau dasselbe. Und böser Kuschler 5. Beende meinen Zug. Ein bisschen Curry-Ketchup, jawohl. Hör nicht mehr. Damit ist nicht mehr bei der Sache, schau. Ja, du. Hier, beende meinen Zug. Bitteschön. Okay. Hm. Oh. Hm. Stimmt. Du musst die Karte wegwerfen. Komm, hau mal die jetzt weg. Oh, was findest du denn das da? Ich aktiviere meine Fallenkarte. Verborgenes Magiebuch. Was? Das heißt, ich kann wieder 2 Zauberkarten aus meinem Friedhof wieder ins Deck mischen. Wie ihn das einfach in den Arsch rettet, ne? Ist wirklich so. Dadurch habe ich wieder 8 Karten auf dem Friedhof. Sven, er gewinnt das. Ich sehe das. Kuscheligkeitsarmee! Böse Kuschler los! Da muss ich ja noch den Sieg. Ich auch nicht. Lächerlich. Eine Runde noch. 42 Sieg. Das ist mein zweitlängstes Match in der Geschichte.
Geil, ich kann trotzdem nichts machen. Jawohl, böse Kuribus! Beschwör jetzt einfach den da. Beende meinen Flug und wünsche viel Spaß. Okay, böser Kuribo! Greif dein Pegasus an! Ja. Also wenn du jetzt Ehrenmann bist, machst du noch eine Runde. Das hättest du früher sagen müssen. Ich hab schon angreifen gedrückt, dass du anfängst zu reden. Böse Kuribus! Damit er da jetzt mehr Siege in dem Game als in Real Life gehabt. Also in der Serie. So. Ah, jetzt kann ich auseinandergenommen. 88 Spielzüge, ey. Ja. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far from a game. What you saying? It ain't nothing but hard work and dedication. Quit complaining. Look at my life. Feel my pain. When it comes to me, you are not the same. This is so far.